Willkommen zu Skyrim. So, dann wollen wir mal hier die Plünderung weiter vorantreiben. So, dich hatten wir ja, ne? Genau, dich hatten wir. So, ach so, ja. Gucken, ob wir hier irgendwo was schürfen können. Aber ich glaube, hier durch die Tür werden wir später gehen. Hier oben ist aber weiter, glaube ich, nichts. Die haben wir geplündert. Nee, hier oben ist weiter nichts. Dann gehen wir unten jetzt gucken. Können wir hier? Nee, das ist nur so nette Dekoration. Petra, Petra, verflucht seien ihre Augen. Ja. So, hier haben wir Quecksilber. Huch, da flog aus irgendeinem Grund eine Vase in der Gegend herum. Naja, wenn es so sein soll, dann bitte. So, dann haben wir die gemopst. So. Ja, warum auch immer das Ding geflogen ist. Nun gut. So, wir konnten ja auf dem Weg hierher gar nicht irgendwas machen, weil wir ja sie beschützen mussten. So, hier haben wir nochmal Quecksilber. Nehmen wir natürlich mit. So. Und du, Madame, hast für uns ein Stahlpfeil. Okay, danke schön für den Pfeil. Oh, ein Schmetterling. So, und noch mehr Quecksilber. Dass man sowas überhaupt aus den Steinen einfach so hauen kann. Erstaunlich. So. Wir müssen was. Achso, abgeschworenen Schwert. Einen Zauber müssen wir mal auf jeden Fall lernen. Das ist Kerzenschein. Der ist eigentlich recht nett. So. Hier hatten wir ja eigentlich geguckt gehabt. Wir nehmen das jetzt mit. Eisenbarren nehmen wir mit. Falkenschnabel, Honigwabe, Vampirstaub. Okay. Da nehmen wir die mit. Und auch den Knoblauch nehmen wir mit. So, dann haben wir hier Bergblumen. Und noch mehr Bergblumen. Okay. Und noch mehr Bergblumen. Mondfalter, Mondfalter. So, dann haben wir diesen Raum auch abgegrast. Wir müssen natürlich auch. Oh, Hängemus. Wir müssen natürlich dann hinterher wieder nochmal zurück, weil wir ja durch diese eine oder durch dieses eine Tor müssen. Mal sehen, wohin uns jetzt dieser Weg führt. Hallo. Huhu. Ah. Und was bringt. Ach so, damit wir hier. Jetzt haben wir Korundum, das ist gut. Quecksilber, Eisen und veredelter Mondstein. Sehr gut. Dann haben wir eine Truhe.
Mit 4 Gold, yay. Dann haben wir Gold und einen starken Heiltrank. Gut. Und nochmal Gold. Sehr schön. Wie viel Gold haben wir eigentlich mittlerweile? 6420. Okay. Nee, kann man nicht dann machen. Ah, hier haben wir noch eine Begräbnisurne. Mit Gold und Magikertrank. Einen Topf brauchen wir nicht. Hier hinter der Urne ist weiter nichts. Schön, schön. So, komm her. Gold und Magikertrank. Ja. Gut. Dann haben wir dieses kleine Geheimnis auch gelüftet, wie man hier rankommt. So, dann wieder den Geheimgang zurück. Macht es das zu? Ah ja, okay. So, und wieder auf. Nettes Spielzeug. So, und was haben wir hier? Nur einen Krug. Gut, ist nichts wert. Brauchen wir also auch nicht mitnehmen. Weiter ist hier nichts. Da ist auch nichts. Okay, und du gibst uns nichts, okay. Okay, hier hätten wir einmal einen ganzen Satz gehabt. Abgeschworenen Kopfschmuck. Und da ist ein Skiver-Kopf aufgespießt in der Mitte. Hier haben wir die Schuhe, die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben das, was wir brauchen. Weiter ist hier nichts. Wir können aber da mal gucken, ob was hier ist. Oder ob hier nur regelrecht der Schalter war. Nee, hier guckt nur einer grimmig aus der Wäsche heraus. Okay. Nee. Weiter nix. Gut. Und weiter nochmal zurück. Ja, hier wären halt dann höchstwahrscheinlich Flammen oder Giftpfeile rausgekommen, wenn wir entweder den oder den gemacht hätten. Also gezogen hätten. Aber der Hexenrabe hat ja eindeutig gesagt, wir sollen die Mitte ziehen. So, her damit. Und das auch her damit. Und jetzt haben wir hier eine Begräbnisurne. Gut. Der Inhalt gehört uns auch. Ja, und jetzt sind wir hier wieder da, wo wir den Hexenrahmen rausgelassen haben. So, da geht's wieder raus. Dann können wir wieder den Weg zurücklaufen. Wir haben alles abgesucht. Da. Steht hier noch was rum? Nö. Ach, Ziegenfell, nee. Nee, nee. So, dann können wir jetzt mal hier oben durch den einen Türchen hier gehen. Hier sind nur die Handschuhe drin, richtig.
Okay, dann haben wir hier noch was. Nee, okay, dann. Ich schätze, jetzt kommen wir oben bei den Türmen raus, sodass wir durch den einen Turm gehen können, der uns ja verschlossen war. Also nicht zugänglich war. Bei den anderen Bereichen konnten wir uns ja durch die Fenster schmuggeln. Mal sehen, ob es jetzt so ist, wie ich vermute. So, guck mal. Jawohl, jetzt sind wir hier oben. Und hier wartet eine Begräbnisurne auf uns. Gut, und noch eine. Mit Gold. Nett, nett. Ja, jetzt hüpfen wir vorsichtig hier runter. Und, hier geht eine Treppe runter. Schön, schön. Und wir haben hier eine Urne mit Gold. Noch eine Urne, auch Gold. Aha. Sieht nicht danach aus, dass hier was dran ist. Dann gucken wir mal rein. Gold und Magicka. Sehr schön. Und du, Gold, Ausdauer. Ja, und die könnt ihr behalten. Die will ich nicht. So. Ja. Dann haben wir die Türme. Genau. Jetzt sind wir hier wieder. So. Da haben wir alles raus. Jetzt öffnen wir halt einfach, weil wir es können. Die Tore. So. Bimbam. So. So. Tja. Dann geht's halt hier wieder durch. Weil wir wollen ja wieder zu der Stelle, sag ich mal, wo wir weiterlaufen können, ne? Wo wir halt in die Höhle rein sind. Ja, niedliche Werwölfe. So. Achso. Schließen. Ja, nach wie vor komischer Blickrichtung. So. So. Was haben wir denn hier? Tarnung, Geldbeutel, Bergblume und ein umgekippter Stuhl. Yay! Aber immerhin, wir haben was gekriegt. Es war nicht umsonst der Sprung. So. Hier haben wir geschürft. Hier gibt es weiter nichts. Die schlafen ja alle. So. Aha, hübsch. Nun gut, dann ab dafür durch die Mitte. So, dann können wir uns wieder auf den Weg machen und gucken, vorher gucken, wie wir jetzt dann letztendlich laufen müssen. Oh, oh. Aber zum Glück sind wir... Oh, da war eine Sternschnuppe. Karte, die wollte ich haben. So, wir wollen, genau, hier wollen wir hin, irgendwie. Vier Schädelwacht. Und danach gehen wir dahin.
Und dann dahin und dann gucken wir. So. Also ich schätze mal, da oben müssen wir hin, wo dieses komische Ding zu sehen ist. Tja, die Frage ist jetzt, wie? Ich versuch's mal darüber. So. Mal sehen. Ah, ne, hier geht's auf jeden Fall nicht. Das ist eindeutig zu steil. Da geht's auch nicht. Gucken wir mal hier hinten rum. Ich finde schon einen Weg. So. Ich glaube, diesmal müssen wir wirklich gucken, dass wir den regulären Weg irgendwie finden. Weil, nee, da ist wirklich, ist nicht möglich. Müssen wir gucken, ob es hier einen Weg nach oben gibt. So, hier ist auf jeden Fall ein schöner Laufweg. So, nehmen wir mal jetzt hier. Was schwimmt denn da? Oh, ein toter Fuchs. Na, kommst du da nicht hoch? Du kannst nicht im Moment springen, ne? Das ist, ach, das ist wieder so schön, die Mondlichter. So. So, noch einmal. So. Sehr schön. Ach, du kommst hier hoch. Wie nett. Du. Na komm. So. Gut. Ja, dann sieht man, dass wir unbedingt was machen müssen. So. Haben wir die Wiederherstellung gelevelt. So, Zutat. Und das brauchen wir nicht. Das kannst du behalten. So, dann hier rauf. So. Gucken. Es ist ja Nacht, da könnten unheimliche Wesen auf uns lungern. Muss ich auch hier gerade mal so. Paar Fotos schießen. So. Gut.
Es ist einfach immer zu verführerisch. So, und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.